Ja, dann begrüße ich Sie auch nochmal ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag und bedanke mich bei Herrn Ludescher für die freundlichen Einführungsworte. Die Zeit, die Sie jetzt verbraucht haben, werde ich doppelt hinten dran hängen. Dann. Es geht nichts verloren. Ja, also gut, dann werden wir mal beginnen mit meinem Thema Trauer- und Gedenkrituale im öffentlichen Raum, heißt das Thema. Ich beginne mit einem Ereignisbezug. Am 19. Dezember 2016 fand ein islamistischer Anschlag gegen den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz statt. Am 19. Dezember 2017 wird am Tatort eine offizielle Gedenkstätte für die 12 Opfer dieses Anschlages eingeweiht. Zur Trauer der betroffenen Familien über den Verlust eines nahen Angehörigen kommen die politischen Dimensionen öffentlicher Trauer und öffentlichen Gedenkens hinzu, weil der Anschlag im grundsätzlich staatlich geschützten öffentlichen Raum erfolgte. Während private Trauer und Gedenken situationsbezogen auf den Tod des oder der jeweiligen Angehörigen zentriert sind, sind öffentliche Trauer und Gedenken strukturbezogen, heißt es, auf die Toten als Opfer, das heißt als Repräsentanten ausgerichtet. So gehört zur privaten Trauer ein einmaliger Bezugspunkt. Zum öffentlichen Gedenken gehört die strukturelle, rituelle Komponente der Wiederholung oder, wie das in der Ritualforschung auch heißt, der Repetitivität. In meinem Vortrag nun geht es um den Weg vom Anschlag zur Gedenkstätte im Jahre 2017. Obwohl der Tod jede und jeden Einzelnen betrifft, ist er dennoch ein soziales Phänomen. Um diese Zweiseitigkeit zu thematisieren, habe ich einen theoretischen Rahmen entworfen, den ich Ihnen zunächst gleich vorstellen werde. Danach erläutere ich die Begrifflichkeit des Titels, um dann im dritten und umfangreichsten Teil auf den Anschlag vom 19. Dezember 2016 als Fallbeispiel einzugehen. Ich beginne mit dem thanatologischen Kreismodell. Als theoretischen Rahmen, also für meine Ausführungen, habe ich das thanatologische Kreismodell entworfen. Thanatologisch, das Wort stammt aus dem Griechischen, hot thanatos, der Tod, und logisch oder korrekt ausgedrückt, logisch, müsste man eigentlich sagen, heißt also dann so viel wie Aspekte, die für methodisch gelenktes Nachdenken über den Tod maßgeblich sind oder allgemein Forschungen zum Themenkomplex Tod und Sterben. Das Modell umfasst drei Kreise. Im inneren Kreis findet sich das Faktum Tod, das jeden und jede einzeln betrifft und als unwiederbringlicher endgültiger Verlust Angehörige, Freunde und so weiter in eine Krise stürzen oder deren Leben aus dem Gleichgewicht in Unordnung bringen kann. In aller Regel wird auf einen Todesfall mit Betroffenheit und Trauer reagiert, die sich wiederum in Emotionen wie Weinen oder Sprechstörungen und symbolischen Gesten und Handlungsformen sichtbar machen kann oder können, um nach einiger Zeit dann eine neue Ordnung zu ermöglichen. Trauernde durchlaufen ein Übergangsritual, kann man deshalb feststellen. Kurze Erwähnung oder Erläuterung dieses Begriffes Übergangsritual. Der Begriff stammt im Französischen Le Rite de Passage von dem belgischen Ethnologen Van Gennep, Arnold Van Gennep, der 1909 ein Buch veröffentlicht hat mit diesem Titel Übergangsrituale. Er unterscheidet drei Stationen eines Übergangsrituals. Die eine Station, Separation auf Französisch, heißt, man trennt sich von einer Situation, die bisher für das Subjekt, für den Menschen maßgeblich war. Also in unserem Fall ist es der Tod, der eine Lücke reißt. Die Nachbleibenden, die Angehörigen müssen sich trennen von dem Verstorbenen. Die zweite Phase heißt auf Französisch Marge und das ist die Übergangsphase, die Zwischenphase und später wurde dafür auch der Begriff der Liminalität geprägt. In dieser Phase versuchen diejenigen, die im Übergang sich befinden, einen neuen Anfang zu machen. Sie probieren dieses und jenes aus und kommen dann im dritten
Abschnitt, das heißt bei Van Gennep im französischen Aggregation, kommen sie dann zur Akzeptanz einer neuen Ordnung und dann ist die Situation wieder in Ordnung gebracht und wiederhergestellt. Also das ganz kurz dazu. Die Trauernden, ich glaube, das leuchtet unmittelbar ein, durchlaufen so ein Übergangsritual. Sie verlieren jemanden, sie bemühen sich, ihre Trauer zu verarbeiten und nach einiger Zeit haben sie es dann in der Regel geschafft, nicht immer, aber in der Regel geschafft, eine neue Ordnung für sich zu finden. Der mittlere Kreis bezieht sich auf die soziale Dimension des Todes, die die Bezugspersonen des oder der Verstorbenen betrifft. Hier geht es um Abschied, Bestattung, Informationen an Meldebehörden, Erbschaftsregelung und zur trauer- und zukunftsbezogenen Erinnerungsgemeinschaft werden die Hinterbliebenen aus diesen gemeinsamen Aktivitäten. Alle jene Ereignisse und Erfahrungen, die die Verstorbenen mit den Lebensgeschichten der Hinterbliebenen und den jeweiligen gesamtgesellschaftlichen Umfeld verbinden, gehören zum äußeren Kreis Erinnerung und Gedenken. Dieser äußere Kreis betrifft Aspekte von Überlieferung, Wirkungsgeschichte, Rezeption, davon, wer und warum ins Geschichtsbuch kommt und wer nicht, zum Beispiel. Es geht also auch um Fragen der Kanonisierung in diesem dritten Teil. Hier zeigt sich dann eben auch die Wiederholung als Strukturform von Gedenken. Nicht nur für das soziale Phänomen des Todes gilt das Kreismodell, sondern ist auf die Analyse sozialer Dimensionalitäten von Ereignissen schlechthin anwendbar. In diesem Zusammenhang wird gerne auf Marcel Mauss Begriff des sozialen Totalphänomens hingewiesen. Ich sage das einfach mal, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal untergekommen ist, man benutzt es auch gerne für das Phänomen des Essens. Essen ist auch ein soziales Totalphänomen wie der Tod, weil es das Leben insgesamt betrifft und man kann beiden nicht entgehen, weder dem Tod noch dem Essen. Ja, also in Bezug auf den Gegenstand meines Vortrages ist zu fragen, wie wird auf das Ereignis des gewaltsamen Todes im öffentlichen Raum spontan in zeitlicher Nähe und in größerem zeitlichem Abstand und von wem reagiert? Welche Reaktionen löst der im öffentlichen Raum gewaltsam verursachte, das heißt in der Regel programmatisch begründete Tod bei Angehörigen und Öffentlichkeit aus? Ich komme zur Begrifflichkeit, die Sie im Titel finden. Trauern und sich erinnern bzw. gedenken gehören zusammen. Wer über den Verlust eines nahestehenden Menschen trauert, erinnert sich an gemeinsame Erlebnisse und bedauert, dass eine gemeinsame Zukunft nicht mehr möglich ist. In der Regel ist das jedenfalls so. Indem Verwandte, Freunde, Vereinsmitglieder, Kollegen, Schulkameraden und so weiter eine Trauerrituale aufführen und sich als Trauergemeinschaft konstituieren, soll der Verstorbene oder die Verstorbene in den je gemeinsamen Sinn- und Traditionszusammenhang aufgenommen werden, dieser einzelnen Gruppen. Also der Klassenkamerad soll in der Klasse, im Gedenken der Klasse bleiben, der Vereinskamerad im Verein und so weiter. Auf diese Weise sollen Angehörigen und anderen Bezugspersonen die Akzeptanz des Verlustes erleichtert werden und auch eine Vereinsamung, Einsamkeit sollen vermieden werden auf diese Weise. Trauerrituale erhalten unter diesem Aspekt geradezu eine Hilfefunktion für Hinterbliebene. Obwohl der oder die Verstorbene als Person im gewohnten Lebenskontext nicht mehr anwesend ist, erhält er sie durch die rituellen Handlungsformen symbolische Präsenz im jeweiligen sozialen Deutungs- und Überlieferungszusammenhang. Das heißt, das Trauerritual bewirkt eine Überhöhung der Verlustsituation und der Verlusterfahrung. Indem der Verstorbenen gedacht und ihre Geschichte erzählt wird, gehören sie zur Gegenwart- und Zukunftsorientierung der Trauer- und Gedenkgemeinschaft.
Rituelles Gedenken heißt erinnern und Zukunft gestalten. Hinsichtlich der Erfahrung des Todes scheint es unstrittig zu sein, dass in allen bekannten Kulturen kultur- und religionsspezifische rituelle Formen der Verabschiedung Verstorbener entwickelt worden sind. Zu den rituellen Grundformen gehören Sterbe-, Toten-, Trauer-, Bestattungsrituale, die wiederum jeweils eine große Bandbreite an Praxisformen aufweisen. Würden Trauerrituale, Bestattungsrituale und so weiter nicht nach der jeweiligen vorgegebenen Norm ausgeführt, so heißt es, wäre die Kontinuität der Gesellschaft in Gefahr, weil der Kontakt zu den Ahnen, deren Erfahrungen und Wissen und so weiter unterbrochen würde. Aus dieser Vorgabe, die vor allen Dingen aus anderen Kulturen stammt, und heutzutage ist das sowieso etwas abgeschwächt, also vor allen Dingen aus indigenen Kulturen stammt. Aufgrund dieser Vorgabe ist man dazu gekommen zu behaupten, dass Trauer vor allen Dingen eine sichtbare Verhaltensform ist. Und in diesem Zusammenhang kann an die beiden englischen Begriffe erinnert werden. Die Sichtbarkeit der Trauer hat im Englischen die Bezeichnung Mourning. Und die unsichtbare Trauer, das, was man innerlich verarbeiten muss, wird als Grief bezeichnet. Im Deutschen haben wir nur ein Wort für diese beiden Seiten oder wir müssen es umschreiben eben. Aber ganz wichtig für unseren Zusammenhang ist die Sichtbarkeitsmarkierung der Trauer. Es ist wichtig, dass Trauer sichtbar gemacht wird, damit jeder weiß, die Person als Angehörige trauert um den oder die Verstorbenen. Zur Sichtbarkeit des Trauerverhaltens gehört zum Beispiel die aus früheren Jahrhunderten stammende Sitte des Trauerjahres oder der Trauerzeit. Je nach Kontakt zu dem oder der Verstorbenen waren die Angehörigen verpflichtet, 3, 4, 5 Monate oder ein ganzes Jahr zu trauern, bestimmte Kleidung zu tragen, bestimmte Speisen nicht zu essen, Veranstaltungen nicht zu besuchen und so weiter. Oder zu besuchen, je nachdem, um was es ging. Also immer kommt es oder kam es auf die Sichtbarkeit der Trauer an. Den Bereich der inneren Trauer, für den deutschen Bereich zumindest und für den psychologischen Bereich, den hat Sigmund Freud entwickelt in seinem wichtigen Aufsatz Melancholie und Trauer. Melancholie und Trauer von 1915. Da taucht zum ersten Mal das Konzept der Trauerarbeit auf. Und das ist dieser Bereich der inneren Verarbeitung von Trauer, Leid, Schmerz und so weiter um den Verlust eines nahestehenden Menschen. Also Trauerrituale ist der erste Punkt. Ich habe vergessen, das einzuschalten. Zweiter Punkt, die ritualisierte Trauer. Von Trauerritualen sind Formen ritualisierter Trauer zu unterscheiden. Damit, mit ritualisierter Trauer, sind spontane, nicht definitiv festgelegte oder normierte Reaktionsformen gemeint. Wie zum Beispiel das spontane Stehenbleiben am Tatort eines Anschlags. Oder das sich einreihen, das Hinzutreten zu einer Gruppe, die sich dort schon versammelt hat. Das Niederlegen von Blumen oder das Anzünden einer Kerze. Das sind ritualisierte Formen, weil sie nicht normiert sind. Sie müssen nicht sein, sie können erfolgen. Es ist zufällig, ob sie erfolgen oder nicht. Also deshalb Ritualisierung im Unterschied zu Ritualen, das sind festgelegte, normierte Handlungsabläufe. Also ritualisierte Trauerformen. Noch ein Wort zur Ritualbegrifflichkeit. Ritualakteure bzw. Teilnehmer sind in aller Regel körperlich anwesend. Und sie exponieren sich beim Ritual wie auf einer Bühne. Sie machen sich sichtbar. Deshalb spricht man in der Ritualforschung von der Ritualaufführung. Rituale werden aufgeführt. Und meint mit der Aufführung Rituale als Live-Veranstaltung. Rituale sind zum Beispiel deshalb sehr beliebt, weil es Nischen direkter Kommunikation sind. Wenn man an einem Ritual teilnimmt, kann man mit einem körperlichen Menschen sprechen, der da ist. Und man muss nicht ein Hilfsmittel nehmen, ein Smartphone oder irgendetwas anderes. Also deshalb sind Rituale unter anderem besonders beliebt heutzutage.
Und Rituale legen auch Formen von Gemeinschaft fest. Bei bestimmten Ritualen gibt es eben jeweils bestimmte Gemeinschaftsbildungen. Die Ritualisierungen sind also vorläufig. Man kann sagen, sie seien selbstreflexiv, sie seien veränderbar, korrektur- und lernfähig und sie intendieren trotzdem die Bildung sozialer Gruppen und Ablaufformen. So können die regelmäßig nach Anschlägen von Politikern vorgebrachten spontanen Trauer- und Betroffenheitsäußerungen als Hinweise auf die Einrichtung eines formalisierten öffentlichen Gedenkrituals verstanden werden. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Sätze, die die Politiker regelmäßig sagen, wenn irgendwo wieder ein Anschlag stattgefunden hat. Ritualisierungen können Vorstufen von Ritualerfindungen sein. Es gibt seit ungefähr den 1960er Jahren, genauer 1966, eine ausgeführte ethologische Bedeutung und Konzeption von Ritualisierung. Auf die gehe ich jetzt mal nicht ein. Ist auch ein interessantes Thema, aber nicht alles muss jetzt hier behandelt werden. Ich sage es nur mal für die eigene Weiterarbeit dann. Neben Zeit brauchen Trauer und Gedenken einen Ort. So sind Friedhöfe und andere Bestattungsplätze wesentlich durch ihre Gedenkfunktion definiert. Wer einen Friedhof besucht, hat im Allgemeinen entweder die Absicht, bestimmter Verstorbener zu gedenken, oder er interessiert sich für die sepulkrale Memorialarchitektur, also auf Deutsch ganz einfach gesagt für Grabgestaltungen. Und Gräber repräsentieren in ihrer je individuell verdichteten Form von Trauer natürlich Geschichte. Man kann an den Gräbern verfolgen, wie mit Verstorbenen jeweils kulturspezifisch und zeitspezifisch umgegangen wurde. In der Regel sind Grabstellen für eine begrenzte Zeit nur zu erwerben, bis sich niemand mehr an die Verstorbenen erinnert oder erinnern mag. Wer nicht zum lebensgeschichtlichen Erzählzusammenhang der Hinterbliebenen oder Überlebenden gehört, wer darin keine Spuren hinterlassen hat, der stirbt neben seinem physischen Tod auch noch den sozialen Tod. Also wenn eine Person nicht mehr erinnert wird, ist sie wie nicht gewesen. Deshalb ist die Erinnerung besonders wichtig natürlich. Zum vierten Begriff des Titels, der öffentliche Raum. Was ist der öffentliche Raum? Zum öffentlichen Raum gehören alle Flächen, die nicht in Privatbesitz sind. Das sind in Städten oder urbanen Zentren vor allem Straßen, der Marktplatz, andere Plätze, Grünanlagen und Parks. Damit erfüllt der prinzipiell für jedermann zugängliche öffentliche Raum Verkehrs-, Kommunikations-, Informations- und Erholungsfunktionen. Seine Funktionsvielfalt steht in der Tradition von griechischer Agora und römischem Forum, also den antiken Versammlungsplätzen. Programmatische Gruppen können sich im öffentlichen Raum treffen, auch gegnerische Gruppen, Streitgespräche führen und so weiter. Der öffentliche Raum ist kein rechtsfreier Raum. Man kann nicht machen, was man will in diesem öffentlichen Raum. Die Freiheit der Meinungsäußerung findet ihre Grenze an den allgemeinen Gesetzen. Auch gilt der öffentliche Raum als prinzipiell deutungsneutral. Und gerade darin liegt seine Bedeutung natürlich. Denn der öffentliche Raum kann gemietet werden, wenn man so will, für eine Demonstration, für eine Kundgebung. Und auf diese Weise kann jede Gruppe, die sich an die Gesetze hält, ihre Programmatik verkünden. Also deutungsneutral, aber gerade das ist die Bedeutung. Der öffentliche Raum hat eine ganz wichtige Bedeutung. Rituell aufgeführte Deutungsangebote wie Demonstrationen, Menschenketten, Mahnwachen und anderes sind nur für begrenzte Zeit möglich, müssen angemeldet und erlaubt werden. Vor allem ist der öffentliche Raum ein staatlich oder kommunal geschützter Raum. Das heißt, was hier passiert im öffentlichen Raum, ob Unfall, Verbrechen, Demonstration, Anschlag oder Glücksspiel, findet öffentliche Aufmerksamkeit. Ordnungshüter heißt das. Kommen und nehmen Notiz. Was verschafft einer Person nun soziale Aufmerksamkeit und öffentliche Bedeutung sowie nach ihrem Tod öffentliche Trauer?
Selbstverständlich geht es dabei zunächst um Personen, die als Vorbilder oder Leitfiguren kollektiver Identität gelten, wie Politiker, Monarchen, prominente Künstler oder Sportler. Ich habe hier in meinem Vortrag etwas näher ausgearbeitet die Beispiele von Helmut Kohls europäischem Ritual, Begräbnisritual, dem ersten europäischen Begräbnisritual und die Trauerfeier um Johnny Hallyday, der vor kurzem verstorben ist. Werden Sie wissen, also der französische Popsänger. Ich sage das nur, ich lasse das, ich gehe jetzt darauf nicht ein, das würde zu umfangreich werden, aber das sind Beispiele für die Trauerfeiern bei bedeutenden Personen oder bedeutender Personen. Diese Personen werden häufig an Gedenkorten oder aufwendig gestalteten Grabstellen durch öffentliche Trauer- und Gedenkrituale geehrt, die die Trauer- und Gedenkformen der Angehörigen umrahmen. Die Angehörigen haben eine eigene Trauerfeier, die ist dann abgeschirmt von der öffentlichen Trauerfeier. Ja, das mal dazu, das überschlage ich jetzt. Im Zusammenhang meines Themas kommt es nun nicht darauf an, zu definieren, was große Männer und große Frauen sind, sondern es kommt mir auf jene Menschen an, die soziale Aufmerksamkeit und öffentliche Bedeutung deshalb erhalten, weil sich in ihnen je zeitgeschichtliche Tendenzen sichtbar verdichtet ausprägen. Das gilt zum Beispiel für die Opfer des Anschlags in Berlin. Für diese Definition der zeitgeschichtlich bedeutsamen Verdichtung von Tendenzen in einer Person. Für diese Definition ist weder Leistung noch Erfolg Voraussetzung, weder Bekanntheit noch Prominenz zwingend vorausgesetzt. Diese Bedeutung ergibt sich aus situativen Gegebenheiten. Sie ist zufällig und stellvertretend. Diese Opfer in Berlin waren zufällig auf dem Weihnachtsmarkt anwesend und wurden von diesem Anschlag getroffen. Also öffentliche Bedeutung erhalten diese Personen durch die Umstände ihres Todes als Ausdruck einer gesellschaftlichen Konfliktkonstellation. Dass sie davon betroffen sind, verschafft ihnen soziale Aufmerksamkeit. Um solche Zusammenhänge deutlich zu machen, sind öffentliche Trauerrituale auf Begründungsnarrative angewiesen. Begründungsnarrative heißt, in den Traueransprachen muss die Bedeutung dieser Personen mitgeteilt werden. Es muss erläutert werden, warum diese Personen in einem öffentlichen Trauerritual geehrt werden. Wenn Sie schon private Trauerfeiern mitgemacht haben, dann wissen Sie, dass da in der Regel die Lebensgeschichte des Verstorbenen oder der Verstorbenen mitgeteilt wird. Im öffentlichen Bereich spricht man von einem Begründungsnarrativ, warum diese Person öffentlich geehrt wird. Private Trauer- und Gedenkrituale sind an Friedhöfe gebunden. Öffentliche Trauerrituale sind an die Einrichtung öffentlicher Gedenkstätten mit regelmäßig wiederholten Gedenkritualen, zum Beispiel an den Jahrestagen, gebunden. Es können Ansprachen institutioneller Repräsentanten stattfinden, eine Kranzniederlegung, eine Verlesung der Namen der Opfer, Musik und so weiter. Dass dieses Gedenken nicht ohne politische und geschichtsbildende Dimension möglich ist, zeigt sich an der regelmäßigen Wiederholung der Gedenkrituale und daran, dass die Toten als Opfer bezeichnet werden. Private Verstorbene würde man in der Regel nicht als Opfer bezeichnen, aber die öffentlichen Toten von Anschlägen und anderen Ereignissen werden als Opfer bezeichnet. Was natürlich die Frage nach Tätern und Verantwortlichen einschließt. An dieser Stelle will ich kurz darauf hinweisen, dass diese öffentlichen Trauerfeiern den Politikern oder anderen Repräsentanten von Institutionen immer die Gelegenheit bieten, sich selbst einzubringen. Es ist eine Selbstinszenierung derer, die sprechen auf diesen öffentlichen Trauerfeiern. Und von dieser Situation her, habe ich ja für dieses Beispiel jetzt mal erläutert, von dieser Situation her gilt allgemein für rituelles Handeln ein modaler Gestus als Begründungsgestus für Rituale. Indem nämlich diese Politiker auftreten bei diesen öffentlichen Ritualen,
machen Sie sich einen Namen. Sie treten auf, Sie werden mit diesem Ereignis in Verbindung gebracht. Sie machen sich einen Namen dadurch, dass Sie anderen einen Namen machen. Sie sprechen ja für die Opfer zum Beispiel. Wenn Sie an Ernennungen denken, dann spricht die Person, die jemanden ernennt, für diese andere Person. Aber zunächst bringt sie sich selbst einmal ins Spiel. Wir haben also hier diesen Wechsel von sich selbst, historische Bedeutung oder einen Namen machen, indem man anderen einen Namen macht. Also von daher sind diese Politiker oder die Repräsentanten natürlich auf andere angewiesen, denen sie einen Namen machen können. Dieses Wechselspiel ist reizvoll zu analysieren bei einzelnen Beispielen von Ritualen. Noch ein Wort zu den Opfern. Ursprünglich gehören die Worte Opfer und Opfern zur religiösen Sprache und bedeuten, mit einem Gott in Verbindung zu treten, indem oder dadurch, dass ihm geopfert wird. Diese Opferhandlung setzt jetzt andererseits gedacht wiederum ein Defizit voraus. Man muss mit dem Gott in Verbindung treten, weil man nicht in Verbindung ist oder glaubt, nicht in ausreichender Verbindung mit ihm zu sein. Also ein Defizit ist da, eine Krise oder irgendetwas oder vielleicht auch nur eine eingebildete, und die wird durch dieses Opfer oder soll durch das Opfer ausgeglichen werden. Und von daher ist so ein Opferritual ein ganz wichtiges Ritual, und diese Sache mit dem Defizit, die gilt auch für andere Rituale. Rituale sind also bedingte Handlungen. Man macht sie nicht einfach so, sondern es gibt in der Regel einen Grund dafür. Und das haben wir hier an diesem Opferritual gesehen. Das deutsche Wort Opfer nun bezeichnet sowohl den Vollzug der Opferhandlung, man nennt es lateinisch Sacrificium oder Sacrifice im Französischen, Sacrifice, lassen wir es mal dabei, und dann das Opferobjekt selbst, also Victima im Lateinischen, und im Französischen Victime und Englisch ähnlich. Also im Deutschen haben wir nur ein Wort für diese beiden Seiten, ja, für den Vollzug und für das Objekt, um dessen Opfer es geht. Hinsichtlich der Opfer des Berliner Anschlags geht es also nicht um eine theologische oder religionswissenschaftliche Bedeutung des Begriffes. Vielmehr geht es um die Erkenntnis und den Nachweis der Anwendung illegitimer Gewalt aufgrund fundamentalistischer religionsideologischer Programmatik zur vorsätzlichen Tötung beliebiger Passanten. Es scheinen die Bedeutungskomponenten vorsätzlich und zufällig zu sein, die die Verwendung des Wortes Opfer im Deutschen begründeten. Vor allem Hinterbliebene der Zufallsopfer von Anschlägen suchen nach offizieller und öffentlicher Anerkennung, Würdigung und Ehrung der Opfer und auch nach Anerkennung ihres eigenen Leids. Ihnen geht es um Sinngebung, um einen Deutungszusammenhang für die Erfahrung des zufälligen Todes, des Zufallstodes eines Angehörigen. Und Sie erwarten, dass nach einem Gedenkritual Ihre Situation, Ihre persönliche Situation eine andere sein wird, eine bessere nämlich, als sie es vorher gewesen ist. Auch das ist ein elementarer Satz der Ritualforschung, dass nach einem Ritual die Situation dessen, der es durchführt, sich gebessert haben soll gegenüber der Situation vorher. Trauerrituale wie auch andere Formen von Ritualen werden in aller Regel aufgeführt als deutende, sinnstiftende und orientierunggebende Reaktionen, als Reaktionen auf Unordnung auslösende Ereignisse. Ich sprach eben von den Defiziten und den Krisen. Als Reaktionen oder um diese Ereignisse zu vermeiden. Wenn Rituale also reaktive oder präventive, prophylaktische Handlungen sind, dann sind sie kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Sie werden aufgeführt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist auch ein häufig bestrittener und angegriffener Satz, der sich aber allmählich durchgesetzt zu haben scheint in der Ritualforschung. Also Rituale sind kein Selbstzweck, kein Lach pour Lach, sondern Mittel zum Zweck. Man möchte etwas mit ihnen erreichen. Sie sind auch keine Naturphänomene, sondern Ergebnisse kulturspezifischer Traditionen. Das heißt, es ist von Erfindern, Urhebern
oder Autoren von Ritualen auszugehen, auch wenn diese Erfinder oder Autoren häufig unbekannt sind und man den Eindruck hat, Rituale seien anonym auf diese Welt gekommen. Dem ist nicht so, sondern irgendwann sind sie erfunden worden. Und sie sind eben anonym, haben sich anonym dann entwickelt. Also Rituale sind abhängige Variablen. Sie sind bedingt durch Ereignisse und haben eine Wirkung, das nennt man dann eben die unabhängige Variable in den Ritualen. Sie sind abhängig, bedingt und unbedingt, nicht bedingt darin, dass sie eine bestimmte Wirkung haben, die man nicht vorhersehen kann. Also ein Ereignis ist da, darauf wird mit Ritualen reagiert. Dieses Reizreaktionsschema von auslösendem Ereignis und ritualisierter bzw. ritueller Reaktion bezeichne ich als rituelle Konstellation. Das ist so etwas wie ein Forschungskonzept, rituelle Konstellation. Empirisch oder mittels historischer Textanalyse, je nachdem, bei historischen Ritualen geht es nur mittels historischer Textanalyse, heute können wir natürlich empirisch arbeiten, also empirisch oder mittels historischer Textanalyse ist zu untersuchen, ist die Kausalbeziehung zu untersuchen zwischen zunächst zwei Ereignissen, dem Ausgangsereignis, also dem Faktum, in unserem Fall hier der Tod durch Anschlag, und dem darauf reagierenden ritualisierten bzw. rituellen Deutungsereignis, dem Trauerritual. Dieses Trauerritual gibt dem Faktum, dem ersten Ereignis, die Funktion des Auslösers. Und dadurch, dass das Trauerritual selbst ein Faktum ist, das ja aufgeführt wird und sichtbar ist, kann es selbst weitere Reaktionen hervorrufen. Seien es weitere Trauerrituale oder auch Gegenrituale, also kritische Auseinandersetzungen damit, oder Themendebatten in politischen Gremien und so weiter. Mit dem Konzept rituelle Konstellation sind Ereignis und Deutungsebene als wechselseitige Einflussfaktoren zu unterscheiden, zu analysieren, zu beschreiben und zu bewerten. Geht es um die Untersuchung eines Ritualprozesses, ist daher stets nach dem zugrunde liegenden Anlassereignis zu fragen. Also die Untersuchung, die vollständige Untersuchung dieses Trauerrituals hier und mit dem ich mich heute beschäftige, hätte auch noch den Bereich des Täters einbeziehen müssen, den Bereich des sogenannten Islamischen Staates und so weiter. Alle diese Dinge, das kann ich jetzt heute Abend eben nicht alles vortragen, aber ich sage es nur der Vollständigkeit halber. Alles das würde dazugehören zu einer vollständigen Untersuchung des Rituals. Ich komme dann zu dem nächsten Punkt, dem Fallbeispiel der islamistische Anschlag in Berlin am 19. Dezember 2016. Also nachdem am 19. Dezember 2016 um 20.02 Uhr ein Anschlag, kein Selbstmordanschlag, mit einem Lastwagen, wie zuvor schon in Nizza, auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin verübt worden ist, für den die sogenannte Terrormiliz Islamischer Staat die Verantwortung auf der Basis ihrer terroristischen Programmatik übernimmt, reagieren zahlreiche Menschen spontan mit einer ritualisierten Handlung im öffentlichen Raum. In Abweichung nämlich von ihrem vorgesehenen Ablauf des Alltags versammeln sie sich schweigend im Stehen in der Nähe des Anschlagsortes im Halbkreis um ein altarähnliches Zentrum aus brennenden Kerzen, Grableuchten, Blumen und Zetteln mit Äußerungen persönlicher Betroffenheit. Legen Sie Blumen nieder oder zünden Sie eine Kerze an, dann bleiben Sie kurz im Andachtsgestus stehen, also mit gesenktem Kopf und zusammengelegten Händen. Solche Gelegenheitsritualisierungen als Reaktion auf Anschläge sind international üblich. In Deutschland waren sie zuletzt zu sehen anlässlich des Todes eines 15-jährigen Mädchens in Kandel am 28. Dezember 2017, also relativ vor kurzem. Sie werden das gesehen haben. Das, was Sie hier sehen, ist ein Anschlag
Ort, ein Gedenkort in Malta. Hier geht es um den Anschlag auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia. Im vorigen Jahr war dieser Anschlag am 16. Oktober. Und hier sehen Sie ein typisches Beispiel für so eine ritualisierte Trauersituation. Sie sehen die Blumen hier oben und dann die Schilder, Not Afraid, Democracy and Freedom sind dort abgebildet und auch ein Bild ist aufgelegt worden. In dieser Form sieht man das eigentlich üblicherweise bei solchen Anlässen des Trauer- und Gedenkrituals. Hier noch einmal, hier hat man diesen Trauerort an einem anderen Platz, nämlich in La Valletta, an einem zentralen Platz in der Hauptstadt von Malta, eingerichtet. Das ist nicht der Tatort. Der Tatort war irgendwo in der Landschaft. Und der Gedenkort ist aber jetzt hier in Malta, in der Hauptstadt eingerichtet. Jeder, der es möchte, kann zu den in solch einer Situation Trauernden ohne Vorbereitung, Anmeldung und Zugangskontrolle für beliebige Dauer dazutreten. Bühne und Zuschauerraum, also Bühne ist dann dieser Kreis der Blumen und der anderen Objekte, die man niedergelegt hat, und der Zuschauerraum, also die Personen, die drum herum stehen, sind nicht getrennt. Eine Kleiderordnung besteht auch nicht. Das äußere Erscheinungsbild ist ohne Bedeutung. Was zählt, ist die rituell generierte Gleichheit, die Toleranz, die Inklusion oder die Zugehörigkeit zwischen den Teilnehmern der ritualisierten Trauergemeinschaft. Welche Rollen diese Personen im nicht rituellen Alltag spielen, welche religiöse, politische, kulturelle, sexuelle und so weiter Orientierung sie haben, ist für diese Situation vollkommen unerheblich. Zurück zum Berliner Anschlag. Zu diesem Zeitpunkt, als sich nach 20.02 Uhr die ersten Trauernden am Breitscheidplatz versammeln, ist nichts über die Identität des Berliner Täters bekannt, nichts über seine Motivation, Biografie und nichts über seine mögliche Inhaftierung. Zu diesem Zeitpunkt ist der Täter auf der Flucht. Geht es also um spontane Empathie und Solidarität mit Opfern, dann scheint der interreligiöse Aspekt der Trauergemeinschaft keiner besonderen Erwähnung wert zu sein. Und er muss schon gar nicht problematisiert werden. Solche Themen spielen keine Rolle in so einer Situation. Man muss dazu sagen, dass die soziale Komplexität des vorweihnachtlichen Alltags, die Sie sich alle vorstellen können, alle oder viele Menschen sind auf der Jagd nach Geschenken, man hetzt hierhin, dahin, um alles zu bekommen, nichts zu vergessen und so weiter. Diese soziale Komplexität ist jetzt mit einem Mal gestrichen. Die existiert nicht mehr. Man spricht von daher von der Komplexitätsreduktion. Alle diese Dinge, die den Alltag bestimmen, sind jetzt in der rituellen Situation unwichtig und sind ersetzt worden allein durch die Vorstellung, das Trauergefühl sichtbar zu machen, sich trauermäßig also ausdrücken zu wollen. Diese Situation Komplexitätsreduktion zugunsten einer anderen Haltung, nämlich zugunsten einer werteximpliziten Haltung, ist ganz typisch für rituelles Handeln. Wertexplizit heißt, die Personen, die sich zum Trauerritual versammelt haben, sind nur sozusagen daran interessiert, ihre Trauer auszudrücken, ihre Trauer darzustellen. Bei anderen Ritualen ist das ähnlich. Wenn jemand an einem Hochzeitsritual teilnimmt, geht es nur um diese Hochzeitsfeier oder bei Geburtstagsritualen, Preisverleihungsritualen und so weiter. Die Komplexität des Alltags ist reduziert, die Situation selber ist wertexplizit, das heißt, die Werte bestimmen jetzt das rituelle Handeln, die eigentlich das alltägliche Handeln implizit fundieren und steuern sollen. Tendenziell, hier bei dem Berliner Anschlag, geht es um die Markierung des Anschlags als Negation westlicher Werte durch das Gegenüber ritualisierter bzw. ritueller Konsensproklamation im Trauerritual. Alle Anwesenden zeigen dadurch, dass sie sich versammeln, eine Konsenshaltung, eine Konsensposition.
Hier also noch einmal das Gebot der Sichtbarkeit. Es gibt während des öffentlichen Trauerrituals keine Konkurrenz unter den Teilnehmern, keine Vergleiche. Man vergleicht sich nicht, man versucht sich nicht auf Kosten anderer zu profilieren. Alles das ist ausgesetzt. Im Alltag wäre das nicht vorstellbar, aber zugunsten der Konsensformel und des Formats des Trauerrituals ist das alles ausgeschaltet. Durch die körperliche Bewegungslosigkeit, kein Gebrauch von Smartphone, kein Handygebrauch oder Ähnliches, werden Innehalten, Trauer und Außeralltäglichkeit sichtbar bei denen, die sich versammelt haben. Es passiert praktisch nichts, obwohl von starker Emotionalisierung der Beteiligten auszugehen ist. Dokumentiert sind ernste, erschütterte Gesichter, aber entsprechend der verbreiteten Ritualtradition öffentlicher Trauer sind die Personen mit Körperdisziplin und Affektkontrolle zu sehen. Nur wenige weinende Personen, und diese finden zudem Trost in der Anlehnung an andere oder in deren Umarmung. Gerade die Spontaneität der Trauerbekundungen einander fremder Menschen, die überdies vom Anschlag nicht unmittelbar betroffen sind, wird von Hinterbliebenen und Überlebenden als besonders hilfreich und stärkend empfunden. Ich lese Ihnen eine Aussage eines Überlebenden vor, der in einem Glühweinstand gearbeitet hat auf dem Weihnachtsmarkt. Er sagt, ich also jetzt Originalton: Die Kunden haben mich im Krankenhaus besucht, das hat mich gefreut. Es sind auch Wildfremde zu mir gekommen, haben Blumen gebracht und sich mit mir unterhalten. Ich hätte mir gewünscht, dass sich auch jemand Offizielles bei uns Opfern meldet, fragt, wie es uns geht. Aber nur von der Kirche kam etwas, sagt er, etwas. Die Gedächtniskirche hat mir eine Weihnachtskarte geschickt. Von der Stadt Berlin kam gar nichts. Aber der Adventsmarkt am Breitscheidplatz wurde nach 3 Tagen schon wieder eröffnet. Ich finde, man hätte wenigstens die Gasse, durch die der Attentäter gefahren ist, geschlossen lassen können. Ende des Zitats. Entsprechend dieser Offenheit des öffentlichen Trauerrituals gibt es eben auch keine Absperrungen, keine Zugangsbeschränkungen und Personenkontrollen. Symbolische Objekte des Lichts, also Kerzen oder des Lebens, wie auch der Trauer, Blumen für beide Gruppen und bewegungsreduzierte Gesten wie Hände zum Gebet falten oder einfach zusammenlegen, den Kopf senken oder sich bei den Händen halten, eine Menschenkette bilden und so weiter. Diese Handlungen sind sichtbar, diese Zeichen werden gesetzt und gezeigt. Als rituell generierte Konsensgemeinschaft treten die Menschen dem Angriff auf ihre Ordnung entgegen, um diese zu sichern, in unserem Fall. Islamistische Anschläge werden als gegen die ganze Gesellschaft bzw. die westliche Kultur insgesamt gerichtet wahrgenommen. Es könnte jede und jeden treffen. Die Sicherheit des öffentlichen Raums repräsentiert das soziale und politische Selbstverständnis der Bürger. Wird diese Sicherheit durch wahllose Gewaltanwendung verletzt, breiten sich Unsicherheit und Angst aus. Indem man sich nun gemeinsam exponiert, geht es darum, eine kollektive Identität auszudrücken. Während der öffentliche Raum im Allgemeinen und ein Weihnachtsmarkt im Besonderen als Orte definiert sind, die durch Gewährleistung von Sicherheit und Gleichheit aller Nutzer, Nutzerinnen dem friedlichen Austausch der Geselligkeit aller Menschen zur Verfügung stehen, hat der Täter ihn, also diesen Raum, durch seinen programmatisch basierten Anschlag zum Bedrohungsort für alle gemacht, die nicht seiner eigenen Gruppe angehören. Die terroristische Umnutzung, wie der Fachbegriff dafür lautet, Umnutzung dieses friedlichen öffentlichen Feierraums zu einem Raum der Gewalt, muss nun durch die ritualisierten Trauerformen wieder neu als Erinnerungsort gedeutet werden. Also gereinigt werden muss der Ort und neu gedeutet werden. Auf Dauer gelingen kann dies nur, wenn ein öffentlicher Gedenkort mit Angabe des Referenzereignisses, dessen Datum
und der Opfernamen eingerichtet wird. Gedenkorte und Gedenkstätten sind zuallermeist Umdeutungen von Schreckensorten, wobei der Schrecken und seine Folgen als Mahnung und Appell erinnert werden. Am 29. Dezember 2016 werden einige Informationen über die Opfer mitgeteilt, nachdem die Jagd, Zitat jetzt, nach Anis Amri, dem Täter, vorbei ist. Der Terrorist hat die Schlagzeilen bestimmt in den Tagen nach seinem Anschlag. Weniger war zu lesen über die Menschen, die Anis Amri mutmaßlich ermordet hat. 12 Tote hat es gegeben. Ende des Zitats. Erwähnt werden jetzt einige Daten oder Details über einige deutsche Opfer. Namen werden nicht genannt. In den Herkunftsstaaten der anderen Opfer hat man zu diesem Zeitpunkt schon offizielle Trauerfeiern für die Opfer abgehalten. Am 3. Januar 2017 ist im Berliner Tagesspiegel folgende Notiz zu lesen. Ich zitiere: Von den Berliner Toten weiß man gar nichts. Man weiß nicht, ob sie vielleicht in Mitte, Spandau oder Marzahn zu Hause sind. Nicht einmal die genaue Zahl der Berliner nennt der Senat und beruft sich auf den Datenschutz, der für die Toten und ihre Angehörigen gelte. Natürlich möchte niemand diese einer sensationsheischenden Masse preisgeben oder Meute preisgeben, heißt es hier. Aber die komplette Anonymität macht es der Öffentlichkeit schwer, um die Opfer zu trauern. Dabei will sie Anteil nehmen, wie auch die privaten Spenden für die Hinterbliebenen zeigen. Ende des Zitates. An diesem Befund, dass sich Hinterbliebene und Überlebende einer Politik der Unauffälligkeit gegenübersehen, ändert auch die Gedenkstunde am 19. Januar 2017 anlässlich des ersten Monatstages des Anschlages nichts wesentlich. Am 8. März 2017 nimmt der Beauftragte der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz, so die offizielle Funktionsbezeichnung, der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck seine Arbeit auf. Ihm geht es um Kontaktaufnahme und Gespräche mit den Betroffenen sowie um die Bereitstellung vor allem finanzieller, juristischer und therapeutischer Unterstützungen. Gerade diese Bemühungen geraten kaum in die massenmediale Öffentlichkeit. Also über die Opfer wird nicht gesprochen, heißt es. Im Juli dann legt Beck einen Zwischenbericht vor, der eine gewisse zeitlich begrenzte Aufmerksamkeitssteigerung für die Opfer bewirkt. Davon abgesehen wird das Jahr 2017 hinsichtlich des Anschlags am Breitscheidplatz weitgehend bestimmt von zum Teil täglich erscheinenden detaillierten Berichten über die Person des Täters, seine Ortswechsel in Deutschland unter den Augen mehrerer Landeskriminalämter, seine Straftaten im Drogenhandel, seine Einstufung als Gefährder sowie über Ermittlungspannen wird berichtet. Der öffentlichen Wahrnehmung wird der Anschlag vor allem als kriminelle Handlung vermittelt. Hinzu kommen zumeist kritische Beurteilungen aus der Feder islamischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Behandlung von Islamisten in westlichen Staaten. Das ist auch ein sehr interessantes Gebiet, also Themengebiet. Des Weiteren kontrovers thematisiert werden Fragen des Kirchenasyls, des Familiennachzugs von Flüchtlingen, die Fragen von Obergrenzen, Abschiebungsfragen und die medizinischen Verfahren zur Altersfeststellung von straffällig gewordenen Flüchtlingen. Insgesamt erscheint das Jahr 2017 nicht durch offizielle Trauer- und Gedenkrituale für die deutschen Hinterbliebenen des Anschlags geprägt, während der vom Täter erschossene polnische Lastwagenfahrer kurz nach dem Anschlag in einem nationalen Trauerakt geehrt wurde. In Berlin ist es vor allem ein Kreis um die Angehörigen, deren nicht nachlassende Anteilnahme, Zitat, unmittelbar nach dem Anschlag mit immer neuen Kerzen, frischen Blumen und Plakaten regelrecht erzwungen hatte, dass an diesem Ort ein Gedenken eingerichtet wurde.
die Hinterbliebenen also sind es, die sich für ein Gedenken einrichten. Das muss man mal im Kopf behalten. Ein Psychologe sagt dazu, die Leute zieht es dahin, wo Angehörige die letzten Minuten erlebt haben. Ende des Zitates. Ein Gedenkplatz nun aber ohne symbolische Anwesenheit der meisten Opfer besteht noch bis Ende September 2017, also mehr als 9 Monate nach dem Anschlag. Sie sehen hier den Platz, den Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, wie er üblicherweise im Alltag aussieht, unauffällig, und so kennt man ihn mit dem Neubau der Gedächtniskirche und der Ruine links daneben. Und hier deutet nichts auf irgendeine Gedächtnis- oder Gedenkstätte hin. Nun gibt es also keine offiziellen Symbole zu sehen, keine Gedenkinschriften und Namen der Opfer. Neben einem Pappschild mit der handschriftlichen Aufschrift "Warum" gibt es nur ein gedrucktes Plakat. Das eine gedruckte Plakat habe ich hier abgebildet auf der rechten Seite. Sie können es vielleicht lesen, aber ich lese es am besten nochmal vor. Wir trauern um die 12 Toten des islamischen Traueranschlags vom 19.12.2016 am Berliner Breitscheidplatz. Das ist natürlich eine Provokation, diese Unterschrift. Denn das Wort, und das kann man, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, ja, Sie können das auch entdecken vielleicht, das Wort islamisch auf diesem Plakat ist nochmal auf einem kleinen weißen Papierstreifen gedruckt, der über ein anderes Wort geklebt ist. Jemand anders hat darunter ein rotes Fragezeichen angebracht, um eben auf diese Provokation hinzuweisen. Ob dieser Eingriff von Rechtsextremen oder Islamophoben stammt, konnte ich nicht klären. Auf jeden Fall zeigt das Beispiel plastisch, wie politisch eben Anschläge und auch das Gedenken instrumentalisiert werden. Interessanterweise wurde also dieses Wort nicht entfernt. Also ich habe dieses Foto selbst gemacht Ende September und Anfang Oktober hing das auch noch da. Ich weiß nicht, ob es heute noch da hängt. Aber es hing also eine ganze Zeit da. Und Sie sehen hier auf diesem Feld also 12 Porträtfelder für die 12 Opfer. Die Felder sind mit den Nationalfarben hinterlegt. Die Deutschen sind in der Regel nicht abgebildet. Also die schwarz-rot-goldenen Felder sind frei in der Regel. Also da haben wir noch nicht den Fall. Bitte? Nein, kein Deutscher. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass Opfern ein Gesicht gegeben werden soll durch das Gedenken und vor allen Dingen ihr Gesicht gegeben werden, dann haben diese deutschen Opfer hier noch kein Gesicht. Immerhin mehr als 9 Monate nach dem Anschlag. Nun, der Gedächtnisplatz verändert sich, er bekommt allmählich eine gewisse Struktur. Auch dieses Bild stammt vom Anfang Oktober, also aus der Zeit, aus der das andere Bild stammte. Sie haben hier ein Beispiel für eine neue Art von Gestaltung, ein Beispiel für Ritualdynamik. Rituale sind veränderbar. Es gibt Blumen, Kreuze. Und vielleicht können Sie das ungefähr erahnen, dieses Kreuz hier, das linke Kreuz, hat in der Mitte eine Abbildung von Papst Johannes Paul II. Das kann man, also ich kann das sehen oder konnte es sehen, aber Sie können es vielleicht nicht sehen, deshalb sage ich es. Das ist wahrscheinlich zur Erinnerung auch an den polnischen Lastwagenfahrer, dass der polnische Papst hier abgebildet ist. Ja, ansonsten haben Sie also Kreuze, Putten, Flaggen, Bilder und eben Grableuchten und Blumen. Auch auf dem nächsten Bild ist es noch einmal, Sie sehen im Hintergrund das Schild "Warum", handgeschrieben, also sehr unprofessionell, wenn man so will, immerhin für den Anlass dieses Ereignisses. Diese Situation, Wahrnehmung und Einschätzung nämlich des sozialen Rahmens der Tat und damit auch die Perspektive auf Opfer und Hinterbliebene, ändern sich grundlegend erst
in den Wochen vor dem ersten Jahrestag des Anschlags, nämlich in den Wochen vor dem 19. Dezember 2017. An diesem Tag, am 19. Dezember 2017, bewertet ein Kommentator in einer Zeitung den Anschlag als eine, ich zitiere, Zäsur. Deutschland erlebte erstmals islamistischen Terror von der Dimension, wie er in den Monaten zuvor vor allem in Frankreich gewütet hatte. Einen Täter von brutaler Entschlossenheit, möglichst viele Unschuldige zu töten in einer Umgebung, die für den liberalen Lebensstil westlicher Gesellschaften steht. Zäsur, hat der Journalist geschrieben. Mit dem islamistischen Anschlag in Berlin ist geradezu eine neue historische Situation entstanden, denn Deutsche sind hier als Opfer zu beklagen, für die ein angemessenes Gedenken gefunden werden muss, was natürlich auch die Interessen der Hinterbliebenen berührt. Wenn Angehörige aller Opfer, die aus verschiedenen Ländern kamen, auf eigene Initiative über Sprach- und Staatsgrenzen hinweg Kontakt miteinander aufnehmen und unter dem Datum des 1. Dezember 2017 einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin in Spiegel Online veröffentlichen lassen, so geht es vor allem um die Erfüllung eines Sinngebungsbedarfs für die Erfahrung des zufälligen Todes ihrer Angehörigen. Ich hatte schon darauf hingewiesen. Es geht darum, eine Gedenkstätte einzurichten. Und noch einmal jetzt ein Bild von dem entstehenden Gedenkort. Wiederum eine wechselnde Gestaltung, jetzt unter weihnachtlichem Einfluss. Wir sind jetzt eben schon nach dem 1. Dezember. Und hier heißt es dann auch noch einmal, warum. Give peace a chance steht da neben dem linken Kreuz. Und man verändert also die Dekoration oder sind neue Trauernde dazugekommen. Auf dem ähnlichen Bild kann man jetzt warum ganz in der Mitte sehen. Und darüber haben Sie dieses rote, herzförmige Objekt. Heroes of Freedom steht da drauf. 12 Heroes of Freedom, also die 12 Opfer sind gemeint natürlich. Und Love will win, heißt es da auf diesem roten Herzen. Der offene Brief an Frau Merkel. Die Unterzeichner stellen sich in dem Brief vor. Sie begründen die Veröffentlichung des Briefs mit zahlreichen Defiziten, vor allem in Bezug auf die mangelhafte, Zitat, mangelhafte Antiterrorarbeit in Deutschland und den Umgang mit uns als Opfer und Hinterbliebene. Ende des Zitats. Sie wenden sich an Frau Merkel mit ihrer Kritik, aber ohne ihr eine direkte Schuldzuschreibung auszusprechen. Es geht um, Sie sehen den Anschlag, also die Angehörigen sehen den Anschlag auch als eine tragische Folge der politischen Untätigkeit ihrer Bundesregierung, heißt es. Als besonders gravierend scheint den Unterzeichnern folgender Aspekt zu gelten, ablesbar schon am Umfang dieser Passage. Ich möchte Ihnen diesen Abschnitt kurz vorlesen. In Bezug, also Zitat jetzt, in Bezug auf den Umgang mit uns Hinterbliebenen müssen wir zur Kenntnis nehmen, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie uns auch fast ein Jahr nach dem Anschlag weder persönlich noch schriftlich kondoliert haben. Wir sind der Auffassung, dass Sie damit Ihrem Amt nicht gerecht werden. Der Anschlag galt nicht den unmittelbar betroffenen Opfern direkt, sondern der Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine Frage des Respekts, des Anstands und eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Sie als Regierungschefin im Namen der Bundesregierung unseren Familien gegenüber den Verlust eines Familienangehörigen durch einen terroristischen Akt anerkennen. Ende des Zitates. Wesentlich also für die Hinterbliebenen ist die offizielle und öffentliche Anerkennung ihres persönlichen Leids, weil es um eine Tat im öffentlichen Raum geht. Es folgen dann Ausführungen zu unzureichenden Informationen der Hinterbliebenen über das Schicksal ihrer Angehörigen. So wussten die Angehörigen nichts vom Tod ihrer Familienmitglieder, als am 20. Dezember 2016, also einen Tag nach dem Anschlag,
ein offizieller Trauergottesdienst in der Gedächtniskirche abgehalten wurde. Erst 72 Stunden später wurden die Angehörigen offiziell informiert, also fast 3 Tage später dann. Es fehlte den Angehörigen, wie sie schreiben, an persönlicher Betreuung durch Polizei und durch Notfallseelsorger. Die Wahrnehmung durch Repräsentanten des Staats lässt Wochen und Monate auf sich warten. Ausdrücklich gedankt wird Kurt Beck und dem Berliner Landesbeauftragten für die Opfer. Und der Hinweis auf finanzielle lebenspraktische Probleme durch den Tod des Ernährers oder der Ernährerin werden Hilfen und Verbesserungen nach den 3 gesetzlichen Möglichkeiten, Zitat, mit möglichst geringem bürokratischem Aufwand für die Betroffenen gefordert. Diese 3 gesetzlichen Möglichkeiten sind eine entgegenkommende Leistung des Deutschen Bundestags, genannt Härteleistung des Deutschen Bundestags, dann das sogenannte Opferentschädigungsgesetz, OEG, und die Verkehrsopferhilfe, VOH. Der Anschlag wurde mit einem Lastwagen verübt. Es fällt also in den Verkehrsbereich. Wäre der Anschlag nicht mit einem Lastwagen verübt worden, hätte es weitere rechtliche Unklarheiten für die Entschädigung der Opfer gegeben. So ist es ein Fall für die Verkehrsopferhilfe. Das nur als nebenbei. Alles das erwähnen die Hinterbliebenen in ihrem offenen Brief. Am 13. Dezember 2017 legt Kurt Beck seinen umfänglichen Abschlussbericht vor, in dem er professionelles Vorgehen bei künftigen Fällen verspricht, nämlich die Einrichtung einer zentralen, ständig einsatzbereiten Anlaufstelle für Opfer, die Erhöhung der Entschädigungen, Ersatz materieller Schäden, Ersatz von Reisekosten und Opferidentifizierung. Bei der Einladung zu der offiziellen Gedenkfeier am 19. Dezember 2017 hatte es eine sehr, sehr peinliche Panne für die Verwaltung gegeben. Den Hinterbliebenen sind nämlich zum Teil in ihren Briefumschlägen Rechnungen mitgeschickt worden dafür, dass sie nicht davon ausgehen können, wenn sie mit einer Taxe oder sonst wie zu diesem Gedenkort kommen, die Kosten dafür ersetzt zu bekommen. Sie müssten das dann selbst bezahlen, vorsorglich lag schon ein Formular dabei. Also dafür hat man sich dann später entschuldigt. Also auch die Unterstützung von Gedenkveranstaltungen ist Teil der Aufgabe eines Opferbeauftragten, schreibt Kurt Beck. Schließlich lädt Bundeskanzlerin Merkel am 18. Dezember 2017, am Vorabend der offiziellen Eröffnung der Gedenkstätte, Hinterbliebene, Überlebende und Helfer ins Kanzleramt zur Aussprache und zum Kondolenzgespräch ein. Also fast nach der offiziellen Einweihung, am Abend vorher. Angesichts der seit langem terminierten Einweihung der offiziellen Gedenkstätte für die Opfer des Anschlags verstärkt sich nun tendenziell der Perspektivenwechsel vom Täter und von allgemeinen Sachfragen der Flüchtlingspolitik auf die Situation von Hinterbliebenen, Überlebenden und Helfern. Ein Höhepunkt scheint in den Wochen unmittelbar vor Weihnachten zu liegen. Die Süddeutsche Zeitung lässt 3 Überlebende zu Wort kommen und die Zeit stellt schon in ihrer Ausgabe vom 30. November 2017 einen Betroffenen vor. Deren Aussagen und Erzählungen haben wissenschaftlich gesehen die Funktion von Zeitzeugeninformationen und historischen Quellen. Ich lese Ihnen einen Ausschnitt einmal vor. Eine Mutter erzählt von ihrem Sohn, der bei der Rettung einer anderen Person selbst ums Leben kam. Zitiere: Christoph wohnt in Berlin. Wir mussten die Wohnung auflösen, um nicht noch mehr Kosten anzuhäufen. Wir hatten Anfahrtswege. Sind wir für diese Kosten verantwortlich? Da ist einfach auch die Frage, wie geht man damit um? Müssen wir uns dafür rechtfertigen? Das können wir nicht. Müssen wir jetzt diskutieren, welche Kosten anerkannt werden oder welche nicht? Ich finde das ziemlich entwürdigend, soweit die Mutter über den Tod ihres Sohnes. Oder ein Sohn zum Tod seiner Mutter, als letztes Beispiel davon, zu diesem Bereich, Zitat, dann ist der LKW direkt durch unseren Glühweinstand gefahren. Dann habe ich mich umgedreht und wollte nach meiner Mutter suchen. Ich habe sie in den Trümmern gefunden, war aber nicht in der Lage,
sie da herauszuziehen. Irgendwie war das Gehen bei mir schon sehr schwer. Der hatte beide Beine verloren. Mit den ganzen Brüchen, die ich hatte, von den ersten drei Helfern, die mich erreichten, haben sich zwei Mann erstmal übergeben. Ende des Zitates. Am 19. Dezember 2017 wird die Gedenkstätte am Tatort dann offiziell eingeweiht. Ihren Mittelpunkt bildet ein 17 Meter langer Riss, der durch einen Teil des Platzes und bis auf die Stufen zur Gedächtniskirche hinauf führt. Sie sehen hier diesen Riss. In Natura ist er vielleicht so breit wie mein Daumen. Also er wirkt hier vielleicht größer, vielleicht auch nicht. Er ist sehr schmal, muss man sagen. Und es ist ein Riss, ein Guss, der dann gefüllt worden ist, der Riss mit einer Bronzelegierung, also daher diese Farbe. Er bleibt aber im Bodenpflaster erhaben und sichtbar. Er wird also sichtbar, auf Dauer sichtbar bleiben. Über die Länge dieses Risses von 17 Metern wird auch kein Stand des Weihnachtsmarktes mehr zugelassen. Auf der obersten Setzstufe dieser Treppe ist, ich erkläre das Wort gleich, ist folgender Gedenkspruch eingraviert. Zur Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016. Für ein friedliches Miteinander aller Menschen. Setzstufe ist die Kante bei einer Treppe. Sie haben die Trittfläche, auf die man tritt, wenn man hochgeht. Und davor gibt es Kanten, die die Treppe schließen, die Stufe schließen. Und dafür ist der Terminus technicus, der Fachausdruck, die Setzstufe. Setzstufe. Wer sich das merken will, möge sich das merken. Setzstufe. Also, auf der obersten Setzstufe steht dieser Spruch, die Inschrift, den ich Ihnen vorgelesen habe. Und auf den unteren Setzstufen davor sind dann die Namen und die Herkunftsländer aller 12 Opfer verzeichnet. Auf den Trittflächen der Stufen haben Angehörige und Trauernde Fotos der Opfer dazugestellt und sowie mit anderen Trauernden dann Blumen und andere Objekte der Trauer deponiert, in weihnachtlicher Dekoration, auch Grablichter und so weiter, findet man da. Zu dieser Folie ist Folgendes zu sagen, hier haben Sie nochmal einen Blick auf den Riss, der sich hier die Treppe hinaufzieht. Und dann die anderen Trauerobjekte, die daneben stehen. Und dort auf dieser Seite links haben Sie also eine Inschrift zu Ehren des polnischen Lastwagenfahrers. Da heißt es, am 19. Dezember 2016 um 20.02 Uhr bei der Gedächtniskirche in Berlin wurde ein polnischer Lastwagenfahrer, Lukas Urban, durch einen IS-Terroristen getötet. Lukas Urban hinterließ Frau und drei Kinder. Wir gedenken seiner sowie aller Opfer des Anschlags. Am Morgen des 19. Dezember 2017 ist der Breitscheidplatz von Polizeibeamten abgesperrt. Der Weihnachtsmarkt bleibt an diesem Tag geschlossen. Damit die Rahmung des Platzes als Ritualort möglich ist, ist der Alltag mit seinen Konflikten zugunsten der Öffnung für das Außeralltägliche ausgeschlossen. In der ungewohnten Leere und Stille des Platzes spiegelt sich die Komplexitätsreduktion wider, ich hatte vorhin darüber gesprochen, die eine wichtige Komponente des rituellen Handels bildet. In diesem Ritual geht es ausschließlich um die Erfahrung des Todes und den Gründungsakt des Gedenkens. Die Welt schreibt zum Beispiel dazu, Zitat, das heute soll kein Staatsakt für die Öffentlichkeit werden, sondern ein stilles Gedenken. Die Trauer der Opfer soll heute im Mittelpunkt stehen. Zitat Ende. Als Ehrengäste werden Angehörige in den offiziellen Trauer- und Gedenkprozess einbezogen, indem mit ihrer symbolischen Hilfe der Riss endgültig mit der flüssigen Bronzelegierung geschlossen wird. Dieser ist gedacht als Symbol der Teilungen, Frontstellungen und eben Risse in der Welt und auch als Symbol für die Wunden, die den Angehörigen durch den Anschlag geschlagen wurden. Indem die Angehörigen den Riss schließen, setzen sie natürlich so etwas wie ein Friedenszeichen.
Und an der anschließenden nicht öffentlichen Trauerandacht an diesem 19. Dezember 2017 in der Gedächtniskirche für die 12 Opfer und deren Angehörige nehmen dann offizielle Repräsentanten teil, also Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Merkel und andere Repräsentanten. In seiner Ansprache weist Steinmeier jene Sätze nun zurück, die bei Anschlägen 2017 immer wieder von Politikern geäußert wurden und die, Zitat, wie ein Abwehrreflex klangen, nämlich sich das Leben nicht von Terroristen bestimmen zu lassen, sondern möglichst rasch zur Routine zurückzufinden. Dagegen plädiert Steinmeier nun für Innehalten, um die Trauer und den untröstlichen Schmerz auch öffentlich zuzulassen. Zitat Steinmeier war das. Hier sehen Sie noch einen weiteren Einblick in diesen Gedenkort. Auf der Schleife links steht: Wir gedenken der Opfer, unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen und Angehörigen. Auf der Schleife rechts: Wir treten ein für ein tolerantes Miteinander. Vielfalt und Toleranz sind das Fundament unserer Welt, unserer Stadt, Entschuldigung, unserer Stadt. Kanzlerin Merkel bezeichnet den 19.12.2017 als, Zitat, Tag der Trauer und Tag des Willens, das, was nicht gut gelaufen ist, besser zu machen. Ende des Zitats. Im Berliner Abgeordnetenhaus entschuldigt sich der regierende Bürgermeister Michael Müller bei Angehörigen und Überlebenden für die aufgetretenen Fehler und Zumutungen. Entschuldigen, ein ganz wichtiges Ritual, ja, sage ich jetzt mal hier beiläufig. Kurt Beck bittet die Angehörigen, offizielle und öffentliche Gedenkveranstaltungen als Zeichen der Anteilnahme der ganzen Gesellschaft zu akzeptieren. Das heißt, die offiziellen Ritualhandlungen erfolgen nicht im eigenen Namen der Akteure, sondern im Namen von Gesellschaft und Staat. Am Nachmittag dann steht der Platz mit dem nun eingeweihten Gedenkort der Öffentlichkeit zum Trauern zur Verfügung. In der Gedächtniskirche wird ein Friedensgebet für jedermann angeboten. Danach singt Jocelyn B. Smith im Rahmen einer Friedenskundgebung und die Anwesenden bilden eine Lichterkette. Jocelyn B. Smith ist eine bekannte Soul-Sängerin, eine, die seit Jahren in Berlin als ihrer Wahlheimat lebt, also in Berlin sehr bekannt ist. Den Abschluss bildet dann ein 12-minütiges Glockengeläut der Gedächtniskirche, das um 20.02 Uhr einsetzt und genau 12 Minuten dauert. Für jedes Opfer eine Minute Glockengeläut. Also Trauer läuten, läuten zum Gedenken. Dieses Schild, handgeschrieben, zeigt die Frage, warum mit der Versicherung oder dem Gelöbnis, wir werden euch nicht vergessen. Mit der Einweihung nun der öffentlichen Gedenkstätte für die Opfer des Anschlags, und jetzt komme ich auch zum Abschluss, am ersten Jahrestag, am 19. Dezember 2017 also, scheinen die Hinterbliebenen nicht nur eine angemessene Form der Würdigung ihrer getöteten Angehörigen erreicht, sondern auch ein Sinnangebot für die eigene Leidverarbeitung erhalten zu haben. Trauer- und Gedenkritual bieten einen programmatischen Rahmen sowie eine begründete Ablaufstruktur. Jeder Teilnehmer kann das, was er oder sie erlebt hat, in einer sogenannten klassischen Erzählform erzählen. Erst passierte das, dann das, dann das. Es ergibt sich eine geschlossene Erzählhandlung. Am Ende dieser Handlung kommt man zu dem Ergebnis, unser Anliegen wurde berücksichtigt und die Veranstaltung hat uns vielleicht Trost gegeben. So vermögen Trauer und zugehöriges Gedenkritual die Lebensgeschichte der Trauernden womöglich zu verändern. Deren Lebenssituation kann nach dem Ritual, nach diesem Gedenkritual, womöglich eine andere sein, als sie es zuvor gewesen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.